Da vorne wartet ein Level 8 Gegner auf uns und ich habe nicht wirklich Bock, gegen den zu kämpfen. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids King. Den nehme ich mit. Battle. Stoß! Mein Gott, ich wollte doch die Coins einsammeln. ich denke mal, wir sollten direkt rein starten und nicht groß über Geld nachdenken. Wird einfach werden, wir können die Bob-Bombs auf ihn throwen. Wir sind voll hier. Er kann ihn hier grabben. Ich bin so gut. Ich mach das. Dann tu das doch. Yeah. Swish. Erstmal so werfen. Abprallen und nach da links. Das explodiert, der kriegt nochmal Damage. Er kommt angelaufen, aber er ist noch nicht nah genug. Von dem her ganz entspannt, ganz entspannt. Als ob der Bob-Omb da hinten irgendwas könnte, jetzt mal for real. Okidoki. Okidoki. Der wird safe in den Radius reinlaufen, hoffe ich doch. Wenn nicht, dann wir können ja noch mit ihr angreifen. Deswegen, wir lassen jetzt erstmal Mario schießen. Schöner Doppelten. Sogar down. Aber wir können den Bob-Omb. Doch, wir können ihn treffen. Wenn wir hier rüberfliegen. Gar kein Problem. Ich hoffe, wir stehen nicht im Radius. Nee, Leben am Limit. Wir stehen ganz knapp davor. Nicht übel. Wunderbar, wir starten direkt fresh in eine neue Folge rein. Kriegen auch direkt schöne Erfahrungspunkte. Das freut mich. Ich trinke mal was. Wie wär's damit? Reden auf Dauer ist tatsächlich anstrengend. So. Tja, wer beseitigt? Steppen wir wieder eins nach oben. Denk mal, ganz oben wartet ein Boss auf uns oder so. Wäre sonst schade. Okay, hier ist wieder so ein Rätsel. War nicht mein. Ich wollte das eigentlich nur aufheben. Und tschüss! Zack! Dann wird das hier einmal drauf bewegt. Und wir können weiter. Es geht irgendwie zu einfach. Ich traue dem Braten noch nicht. Ich glaube, wir sind auch oben. Mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Ich hoffe inständig auf einen Boss. Scheinbar nicht. Ich level wird mir empfohlen, Level 8. Das bin ich halt gerade so, gell? Soll ich? Ach komm. Wir machen da Vollgas rein da. Let's go. Sehe einen Vulkan oder sowas. Mit ziemlich vielen von diesen Augen. Einen weiteren Spark. Bitte, ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Wenn ihr das nicht schafft, kann ich mit euch nicht fort. Spark, wir werden dir die Freiheit erkämpfen, selbst wenn es mehrere Anläufe braucht. Das nenne ich mal ein Schlachtfeld. Psst. Wenn ihr die Finsterzeitaugen auf dem Holzhaufen zerstört, wird das Feuer entfacht. Aha. Und da die Finsterzeitdimension mit unserer Welt verbunden ist, wird zugleich der Leuchtturm auf Strahlestrand wieder entfacht. Genau, das macht Sinn. Ich muss niemanden heilen. Ich will trotzdem ganz kurz reingucken, weil haben wir wieder Bubbles bekommen? Wir sind ja aufgestiegen in Level. Deswegen ich natürlich hier meine Bubbles investieren möchte. Mehr Sturmklingenschaden oder mehr Leben?
ehrlich gesagt tatsächlich mehr Schaden dadurch. Weil Leben halt auch nicht, Dinger. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Wahrscheinlichkeit auf Treffer erhöhen. Die lohnt sich halt gar nichts. Oh, bei Mario haben wir jetzt schon zwei, da könnten wir wieder was Krasses rausholen. Umschuss. Okay, okay. Von nach dem Stampfen noch weiterfliegen. Hört sich strong an. 3 Sekunden nochmal. Vielleicht brauchen wir das ja. Deswegen machen wir da einmal rein. Warum denn nicht? Und ja, hier hinten kümmern wir uns irgendwann mal um die. So, ich würde sagen, wir starten direkt rein in unseren ersten. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Boss nennen darf. Sehen wir es durch. Eintagspaps. Dann treffen wir direkt 3. Wenn das so abläuft. Wir können die auch direkt angreifen, okay. Aber ich sag mal so, ob sich das jetzt lohnt. Ach, ich bezweifle es. So, wir machen erstmal schönen Dash rausholen. Ich hab sogar gesagt, Komma, dass wir mit Mario mal. Vielleicht kommen wir überhaupt bis darüber. Ja, kommen wir. Ganz knapp. Oh, kommt der Bob-Omb bis zu uns. Stopp. Sonst muss ich den Bob-Omb angreifen. Er sollte uns nicht catchen. Und wenn doch, mache ich Heldensicht an. Oh, ich weiß nie, was sich lohnt, Mensch. Bei doch hier hinstellen. Ja. Den rausnehmen. Ist nicht down? Das ist natürlich schlecht, gell? Den können wir auch nicht mehr dashen. Aber wir können mit ihm. Er kann, glaube ich, ein Stück länger fliegen, ja. Können wir zumindest mal hierher gehen. Wir können nicht mehr dashen. Yo-yo. Aber so machen, so treffen wir beide. Mit Luck. Er überlebt das Ganze. Schade. Ich mache sicherheitshalber trotzdem die Heldensicht an. Ich will echt nicht von dem Bob-Omb direkt getroffen werden, weil die machen ultimativ viel Schaden, wie wir ja letzte Folge schon schmerzhafterweise erfahren mussten. Ja. Warum nicht? Klar, wir könnten es jetzt unnötig zünden, aber ja, komm. Ich will ganz auf der sicheren Seite sein. Ich wusste, dass der läuft. Die haben beide Damage bekommen. Das ist schon mal smart und gewesen. Ja, Feuerschaden finde ich nicht so nice. Er wird auf mich schießen. Ja. Aber wir haben ja den Protektor an. Viel zu leicht. Er überlebt das halt. Alles gut, der Bob-Omb kommt nicht bis zu uns. Hey, der Bob-Omb läuft gar nicht. Oh, hier treffen wir alle mit. Was halt actually gut ist. Wollt ihr mehr? Ne, brauchen wir gar nicht. Hier können wir beide mittreffen. Push das doch. Nicht schlecht. Ja, vielleicht einen Dash auf jeden Fall. Warum nicht? Da muss ich gleich gucken, ob sich das lohnt. Hier, keiner kann mehr laufen.
Eine Abklingzeit von 3 Zügen. Ja, aber stehen hier 2 Gegner und ich will es actually nicht riskieren. Deswegen zünde ich das. Hier hinten sind keine Gegner. Ich gebe den Zug ab. Mal gucken, was die Gegner machen. Eben genau das dachte ich mir. Er wird auch auf uns schießen. Vielleicht ist er sogar tot dadurch. Nein, ist er nicht. Er wird nicht auf mich schießen. Er ist zu weit weg. Ja, wahrscheinlich auch. Hey! Er wird, wenn dann auf die gehen, ja. So heiß, 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 heiß. Ja, aber gut, gut. Smart, wir konnten nämlich weiter nach vorne laufen. Wow. Heißt jetzt nicht, dass ihr alle Rabbit Luigi destroyen sollt. Ich seh dich. Hier treffen wir die zwei. Finde ich gut, weil dann ist es nur noch dieses eine Auge. Ich weiß aber nicht, ob es nach diesem einen Auge noch weitergeht, ist die Sache. Der Gegner wäre schon mal raus. Weswegen ich mich halt trotzdem mal strategisch platzieren werde. Oh, das treffen wir gar nicht. Ja, toll. So, aber dann ist der vor uns auch down. Wir sind so halb geschützt. Das waren alle Augen. Wir haben gewonnen. Ja, nice. Reinigter Finsterzeit Energiekristall erhalten. Oh, oh, da wurde jetzt aber viel erhöht. Max KP habe ich gesehen und maximaler Damage wurde ziemlich erhöht. Das finde ich toll. Level 9, das heißt, wir können auch unsere Sparks wieder leveln. Und das würde ich auch sagen, tun wir jetzt gleich erstmal. Mama mia! Wie kannst du nur so hoch springen? Du machst Beintraining, hä? Welch Wonder, die Sonne! Ich bin total euphorisch, weil die Sonne zurück ist und wieder über Strahlenstrand scheint, Baby. Naja, fast. Als ihr den letzten Tentakel erledigt habt, hat er ein paar fiese Finsterzeitpfützen hinterlassen. Oh, ja. Aber da gibt's noch was ich euch hätte sagen sollen. Es geht um Misera und ihre Handlanger, die Sparkjägerin. Die waren schon bei mir, bevor ihr gekommen Pizza-Soße. Seid. Pizzasoße! Sie haben gesagt, dass sie aus uns einem Pizzasoße machen, wenn ich ihnen nicht alle Sparks hier aushändige. Meine Wortwahl, dann wenn ich... Dann werden wir jeden Spark retten, den wir finden können. Wo auch immer. Die Sparkjägerinnen werden das Nachsehen haben. Seid vorsichtig. Es sind mindestens 3. Und sie sind echt gefährlich. Wenn sie rausfinden, dass ihr das von mir wisst... Dann bekommen sie es mit uns allen zu tun. Denn obwohl wir genug gereinigte Finsterzeitenergie haben, um nach Flockenbrocken zu reisen, führen diese Warp-Tunnel in beide Richtungen. Wir können also jederzeit zurückkommen, falls du uns brauchst. Ihr seid meine Koluka? Wo ich herkomme, gibt es das Wort Koluka. Es heißt Walfamilie. Ihr seid jetzt meine Kaluka. Neue Max-Sparkstufe freigeschaltet, genau. Beide Energiekristalle rausgeholt. Und dadurch, dass wir Sonne gemacht haben, sind jetzt viele zusätzliche Quests freigeschalten, an denen wir natürlich teilhaben werden. Wir können auch jetzt zum Schiff gehen und weiterfliegen. Aber ich sag mal so, also... Der Leuchtturm funktioniert auch wieder soweit. Und die Röhre bringt uns wahrscheinlich nach draußen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Sparks und Sparkjäger oder Jägerinnen, weiß ich nicht genau. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch noch irgendwie Bosse werden oder dass die als Trio, waren das 3, auftreten? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt können wir mal gucken, was die Neuen können.
Verursacht 3 Schockwellen mit dem Schleim-Super-Effekt. Jede Welle fügt 44 Schaden hinzu. Alle waffenbasierten Angriffe werden mit dem Spritz-Super-Effekt aufgeladen und fügen 120% mehr Schaden hinzu. Alle Raserei-Angriffe werden mit Schock-Super-Effekt aufgeladen und fügen 150 Schaden zu. Ja. Warum nicht, ist die Sache? Aber lass uns erstmal die hier aufwerten. Ist teuer. Aber ist okay. Das ist mir das Geld erstmal wert. Wobei, den haben wir noch nie benutzt, gell? Den tauschen wir vielleicht sogar aus gleich mal. Nein, ich wollte nicht tauschen. Ich wollte leveln. Dann halten wir gedrückt. Und er ist stärker. Wunderbar. So. Alle Waffen machen Feuerschaden. Ich weiß noch nicht, wen ich genau möchte. Ich glaube aber, wenn dann, eher ihn bei Rabbit Luigi. Bei Rabbit Luigi macht er sowieso schon durch seinen Dash zusätzlich, macht er ja von Gegner schwächer. Was halt super nice ist. So, und jetzt müssen wir wieder sparen. Erstmal eine Weile habe ich. So. Dann, Team hat, wir haben bestimmt, bin ich mir sicher, wieder ein paar Bubbles freigeschalten, genau. Können wir gleich mal gucken. Die leben bei ihr noch nicht, glaube ich, weil über 1000 Leben bin ich recht zufrieden mit. Vielleicht auch mal sparen. Lass uns mal hier sparen. Hier haben wir jetzt 2. Oh, es könnte weiter abprallen. Schon recht stark. Oder wie viele Leben hat er denn? Er hat halt auch schon über 1000. Also von... Komm, wir machen mal, dass es weiter abprallt. Warum nicht? Bei Mario, wie viel Leben hat Mario? Mario hat auch über 1000. Also da lohnt es. Hier brauchen wir 3 Bubbles und das will ich. Ich will im Sprung schießen können. Und 100% Schaden, wenn erstes Ziel... Auch strong. Was, das ist ein extra Stampf? Mein Gott, wie strong. Wobei Rabbit Peach. Reichweite der Waffen. Oder Stärke. Oder eine krassere Heilung. Eben. Ah, ne, wollte ich jetzt nicht 2. Ah, sorry. Nee, nee. Da will ich erst wieder 1 zurück. Ja. So. Perfekt. Da weiß ich noch nicht, da könnte man sparen. Bei Luigi die Leben. Zumindest mal hierhin. Das Waffenreichweite, Schadensab. Die Reichweite erhöhen. Man kann nie genug Reichweite haben, oder? Oh, bei Peach haben wir jetzt schon 4. Wir können ja fast alles kaufen. Wehrt jeden Schaden und Super-Effekt ab. Also, weg da sozusagen. Oh, weiß ich gar nicht, was ich hier will. Was ist das? Erzeugt eine Explosion, wenn eine Teambarriere zerstört wird. Ein Flächenschaden von 5. Oha! Ja, auf jeden Fall mal den Cooldown. Sonst. Leben hat sie auch genug. Laufen ist jetzt noch nicht so das Schlimme. Ne, dann hier wieder sparen. Oh, Rabbit Mario hat 2. Können wir mal den Cooldown runter machen, oder? Oder das hier? Vielleicht erstmal die Gegenschlagreichweite. Oder wie viele Leben hast du? Ja, du hast ultimativ viele Leben. Entspann dich. Okay. Wäre das hier auch geschafft? Und Items setze ich jetzt erstmal nicht ein. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal weiter. Und kümmern uns mal so um ein paar Quests einfach mal. So, weil ich habe Lust dazu. Sammeln hier vielleicht auch noch ein bisschen Geld ein. So, unsere Aufgabe wäre jetzt erstmal standardmäßig weiterzugehen. Aber habe ich halt jetzt einfach mal keine Lust zu. Ich will mich jetzt hier mal umgucken. Da ist der Goomba Level 10. Wir sind Level 9. Wir könnten das also mal machen. Komm, wir versuchen uns jetzt nochmal an diesem Kampf, bei dem wir das letzte Mal so gestruggelt sind. Das war schon in Folge 2, wo wir Level 2 waren. Und ich dachte, yo, lass mal den Goomba Level 10 angreifen. War keine so schlaue Idee. Aber immerhin haben wir es ausprobiert, so. Und jetzt sehen auch die ganzen Stages viel, viel schöner aus. Ui, wie cool. Showtime.
Komm schon. Und tschüss! So? Er kriegt keinen Schaden, das weiß ich. Aber damit er den Doppelschaden hier vor uns bekommt. Da kann man auch nicht wegdashen. Aber halt schlau platzieren. Wenn dann eher so. Ja, da hinten ist mir relativ egal. Oh, ja. Geht vielleicht auch dashen. Und wegwerfen. In der Hoffnung, ich treffe wenigstens einen davon. So, ein Scan. Oh yeah! Ich glaube, dass die Goomba sich sowieso zuerst bewegen. Deswegen reflektiere ich mal. Oh, wir könnten sie doch rausnehmen mit ihm hier. Ah nee, das ist ja der Dash gewesen. Genau. Sind nicht alle im Radius, lohnt sich nicht. Okay, mal gucken, was die Gegner machen. Ich schätze mal, sie werden einfach näher kommen, was es halt für uns gleich einfacher macht, die wegzudashen. Auch wenn, glaube ich, keiner von meinen Chars aktuell einen doppelten Dash hat. Aber das ist ja relativ egal. Ist ja erstmal gut, dass sie näher kommen. Hey! Er wird auf irgendwen von uns schießen. Ja, das war mir klar. Und er auch. Wahrscheinlich auf Mario. Nein? Okay. Ich hab gedacht, dass irgendein auf Mario schießt. Ich bin wohl nicht ein einziges Mal gehittet. Das ist schön. Ärgerlich. Nee, heb ich jetzt auf. Na, dann halt doch. War dumm, weil ich hätte hier einen machen sollen. Nochmal! Und weg damit. Sing! Die sind erstmal weg, die ganzen Gegner. Mit Mario holen wir ihn hier weg. Weg damit. Und wir könnten... Nee, ich bin tatsächlich mehr so der Fan davon, wenn Mario da hochkommt. Auch mit dir. Wenn er eben hier landet. Stimmt, ich kann ja weiterfliegen. Dann mache ich so. Wenn ich den gerade noch so... Ja, ich glaube, ich stehe hier gut. Ist ja grundsätzlich egal. Deswegen doppelt da rein. Ding ist, dashen ist nicht. Ich weiß nicht, wie krass das hier ist. Ich zünde es mal. Weil ich glaube, ich hätte mich erst Luigi bewegen sollen, um dem ein bisschen Support zu geben. Ich weiß nicht, ob die angreifen können. Also nachdem sie gehittet wurden. Meine Fußarbeit. Aber die werde ich auf jeden Fall erstmal. Übrigens, Luigis Animation haben wir auch beim letzten Mal, glaube ich, das erste Mal gesehen. Sieht mega strong aus. Er ist so der DJ hier. Da sehe ich ihn. Ach komm, dann schützen wir uns noch vor denen. Da wir halt immer nur einen pro Runde rausmachen können. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ja, komm, das wird schon. Unfair. Aber sie sind schwächer. Boah, er ist trotzdem fast tot. Sie können trotzdem laufen, okay. Da war ich mir eben nicht sicher. Was das? Ob die trotzdem attacken können. Da können wir gleich drauf schießen. Können wir nicht? Cool.
Dann stelle ich mich aber trotzdem mal weiter weg, dass die Goombas mich vielleicht nicht direkt erreichen können. So. Mario vielleicht. Hierhin? Ärgerlich. Und tschüss! Mario hat noch genug Leben, aber der Kollege halt nicht. Deswegen gehe ich mal hier mehr auf Support. Ah, Mario kann nicht mit. Schieß trotzdem, warum nicht? Oh, das war schlecht. Hm? Ja, mal gucken, was passiert. Ihr erreicht ihn nicht, das war mir wichtig. Aber ihr erreicht Mario, beziehungsweise der eine der anderen nicht. Doch, beide. Oh, Mario ist fast down. Und es spawnen zwei Goombas. Ist okay. Wenn wir beide wegdashen, was es halt so viel einfacher. Wusch! Unfair! Wir beide aufheben. Ja, das. Wunderbar. Allein das hier macht ja schon mega angenehm, dass wir jetzt doppelt dashen können, wenn die nebeneinander stehen. Und die zwei noch. Komm schon. Weil wir es geschafft haben, oder? Nein? Ach so, wir müssen einfach nur überleben. Sehe ich das richtig? Okay. Ja, und Mario ist nicht so gut im Überleben. Deswegen sollten wir mit Mario viel mehr auf Distanz gehen. Wer weiß, was da für Gegner kommen. Deswegen lieber mal hinter so eine Abdeckung. Und hoffen, dass da nur Goombas rauskommen. Die uns nicht erreichen. Ja, wunderbar. Die stehen auch wieder direkt aneinander. Oh, zu dritt. Vielleicht kann ich die auch dann zu dritt dashen. Ja, das sieht so aus, gell? Oh, nee. Mario, du musst da jetzt auch weg, scheinbar. Ja, wunderbar. Sieh mal einer an. Ein weg. Weiter weg. Ritter weg. Und nach Möglichkeiten nach hier oben laufen. Mario muss da weg einfach. Dashen. Taken. Throne. Ganz easy und ganz entspannt tatsächlich. Da sie noch am meisten Leben hat, schicke ich sie jetzt mal nach oben. Mario kann da weg, das finde ich gut. Nee, dann stellen wir Mario doch dahin. Supporten können wir nicht. Sind doch nur noch zwei Runden, die wir überleben müssten. Ja. Okay, die erreichen Mario beide nicht, das ist wunderbar. Und das spawnen auch nochmal welche. Das spawnen vier. Okay, das heißt, da schicke ich dann gleich noch rund. Ärgerlich. Weg damit. Und weg damit. So. Vielleicht so wegen Damage und so reduzieren. Ja, komm. Ich glaub nicht, dass sie uns erreichen. Und wenn doch, dann war ich halt dumm. Nein, guck, ich wusste das. Sind vier Stück und die kommen nicht hin. Links zwei und rechts zwei, oder? Genau, die laufen nach links. Erreicht mich aber auch nicht. Also ganz entspannt, wunderschön. Werden wir nicht übermütig. Oh, wir haben schon gewonnen. Ja, hä? Ja, easy. Das gibt jetzt aber ordentlich die Punktestufe 10. Ist erreicht. Mehr Schaden, Fertigkeitsprismen, die werde ich bis zur nächsten Folge wieder verteilen. Und maximale KP wurden erhöht oder aufgefüllt. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt hier diesen Ball.
Ist okay. Nee, wir haben gar keinen. Boah, was haben wir? Ist das, was ist das? Waffenskin? Nee, Prisma! Wie cool. Ja. Und ein Waffenskin. Das war beides, oder? Aber wir gucken, komm, wir gucken nach. Wir haben Zeit. Wir gucken nach. Wir haben keine Zeit mehr. Wir gucken trotzdem nach. Waffenskins. Oh ja, doch. Das sieht sogar ganz cool aus. Mario hat das auch bekommen. Nee, Mario hat immer nur Galaxy getan. Was ich halt nicht... Rebel Peach hat das auch. Peach hat gar nichts. Sie hat auch nichts. Und er hat auch nichts. Okay. Ich werde mir keine Waffenskins kaufen. Vorneweg schon. Außer sie überzeugen halt des Todes. Aber ich glaube eher nicht. Deswegen lasst euch nicht irritieren. Ich finde, das ist Geldverschwendung. So. Hier oben gibt es noch was. Stufe 9, da sind wir jetzt ja deutlich drüber. Ich sollte aber mal meine KP auffüllen. Und für 130 Coins tue ich das doch auch mal. Und Leute, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Channel, lasst die Glocke klingeln. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.